Alter Leute, mir ist was passiert diese Woche. Das war echt crazy verrückt, Alter. Wenn ihr genau wissen wollt, was es ist, dann bleibt am besten dran. Ich würde sagen, Intro ab und bis gleich. Tja, in dieser Woche ist einiges passiert. Ich war ja krankgeschrieben, eine ganze Woche wegen Magen- und Darmgrippe. Viele werden sich jetzt vielleicht denken, also die arbeiten, was bleibt denn wegen dem bisschen Scheißerei daheim? Leute, ich bin als Koch tätig, ja, und das ist ein Hygienebereich. Da darf ich dann nicht arbeiten gehen. Nur mal so zur Info. Ja, auf jeden Fall, am letzten Tag, wo ich krankgeschrieben war, ich fühlte mich also schon wieder besser. Es war jetzt nicht so, als wäre ich schon völlig auskuriert gewesen, aber wie schon gesagt, kein Thema. Plötzlich saß ich einfach da und dann kriege ich einen Anruf von der Arbeit. Ich dachte mir, okay, die wollen bestimmt wissen, ob ich jetzt wiederkomme oder nicht. Nee, dann ist ein Arbeitskollege von mir ins Krankenhaus eingeliefert worden, Verdacht auf Herzinfarkt. Alter, ich bin aus allen Wolken gefallen. Habt ihr das Gefühl dann auch schon mal gehabt, dass euch irgendwas so ernsthaft wichtig war und dann auf einmal total völlig egal, weil ihr an was ganz anderes gedacht habt? Bei mir war es nämlich so, ich hätte jetzt nächste Woche hätte ich Urlaub gehabt. So, jetzt hat der Kollege zwar kein Herzinfarkt bekommen, hat aber so ein Stand, glaube ich, oder sowas, hat er in einer Arterie beim Herzen oder eine Vene, keine Ahnung, hat er reingesetzt bekommen, weil es anscheinend eine Verengung stattgefunden hat. Daraufhin wurde meinem Arbeitskollegen, Mr. Stefan, der Küchenchef übrigens, also wir sind jetzt ganz schön in der Scheiße, da wird jetzt die Blutzufuhr gefördert. Ich bin jetzt medizinisch und anatomisch da nicht so geschult, wie vielleicht der Manuel, falls er zuguckt, ne? Grüße gehen an dich raus. Auf jeden Fall, da wird irgendwie mehr Blut reingepumpt, weil ihm wurde schwarz vor Augen und total schwindelig und so, und er hatte kurz dieses drückende Gefühl. Das ist ja beim Herzinfarkt so ein umklammerndes Gefühl, und der linke Arm wird taub, soweit ich das noch weiß. Und wie schon gesagt, da kann es sein, dass so eine kleine Ablagerung in dem Gefäß oder in den Gefäßen stattgefunden hat, und da hat sich dann so ein Pfropf gebildet und es hat dann mal kurz die Blutzufuhr gestoppt. Und da, also so ist die Vermutung. Auf jeden Fall hat er jetzt so eine Erweiterung reingekriegt. Da kriegt man so eine Röhre in Vänchen, was das Ganze auseinanderdrückt. Jetzt ging gerade mein Handy des Todes, hasse ich sowas. Aber das können die Leute ja nicht wissen, dass ich gerade eine Aufnahme mache. Auf jeden Fall, ich habe mich so tierisch auf meinen Urlaub gefreut, und jetzt ist mein Arbeitskollege halt krank. Aber es ist mir eigentlich völlig egal, weil mir ist es viel, viel wichtiger, dass der Arbeitskollege wieder gesund zurückkommt, gerade jetzt so vor Weihnachten, dass wir dann kurz vor Weihnachten wieder ein volles Team sind, dass wir dann in der Zeit wenigstens ein bisschen mehr freimachen können. Natürlich geht es mir auch in erster Linie um die Gesundheit von meinem Arbeitskollegen, ist ja völlig logisch. Meine Frage jetzt an euch: Hattet ihr so eine Situation auch mal, dass ihr euch schon mal auf irgendwas gefreut habt und es war dann später gar nicht mehr so wichtig? Schreibt es mir auf jeden Fall in die Comments, würde mich mal interessieren. So, wir kommen jetzt zum ganz anderen Thema. Tja, Donald Trump ist gewählt worden. Viele behaupten jetzt, dass der dritte Weltkrieg ausbricht oder so. Die Meinungen sind ziemlich verschieden. Ich meine, gut, wir können davon ausgehen, Donald Trump ist ein frauenfeindlicher, rassistischer, rechthaberischer, waffenverherrlichender Mensch, der jetzt praktisch den Atombombenknopf drücken darf, ohne dass ihn einer ans Bein pisst. Klingt ziemlich beunruhigend. Aber wie wir ja die Vereinigten Staaten so kennen, kann so ein Wahlkampf öfters mal ein bisschen übertrieben werden, meiner Meinung nach. Vielleicht wird es gar nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird manchmal. Also in dem Fall Donald Trump, ich denke mal, dass er könnte wirklich erfolgreich sein. Und wenn man jetzt mal überlegt, es haben so viele auf Donald Trump rumgehackt, dass so viele eigentlich auf Hillary gar nicht mehr geachtet haben, weil Hillary war eigentlich eine kriegstreiberische Person, die praktisch immer gegen Russland anstößig war. Was natürlich auch zum Krieg hätte führen können, wenn sie jetzt Präsidentin geworden wäre. Aber wie schon gesagt, es hätte auch ganz anders verlaufen können. Und Donald Trump, würde ich jetzt mal sagen, die meisten der Bevölkerung haben ihn deshalb gewählt, weil wenn er nämlich das Land und die Wirtschaft so führt, wie er seine Geschäfte führt, dann kann es passieren, dass Amerika, also die Vereinigten Staaten, Deutschland als Exportweltmeister ablösen können. Was natürlich für Europa bzw. Deutschland eine Katastrophe wäre. Aber wie schon gesagt, in dem Thema Donald Trump, es gibt immer zwei Seiten in der Medaille. Oder beziehungsweise ein zweischneidiges Schwert. Einerseits könnte es sein, dass er für Europa richtig, richtig krass
scheiße ist in dem Fall in der Situation. Wo ich jetzt aber beruhigt bin eher, dass er mit Putin, also mit Russland, praktisch eher kooperieren möchte, wie einen Krieg anzetteln, was ich viel, viel wichtiger finde. Und die möchten ja auch dann zusammen den Terrorismus bekämpfen. Was ich zum Beispiel jetzt auch wichtig finde, ist noch, dass Donald Trump jetzt praktisch die arabischen Länder selbst dafür aufkommen, beziehungsweise sollen sich selbst um den Terrorismus kümmern, weil es ja bekanntlicherweise so ist, dass viele Organisationen oder Scheiß, keine Ahnung, wie man das schimpft, es ist nachgewiesen, dass viele von denen in den Ländern den Terrorismus fördern mit Geldern. Und da bin ich echt der Meinung, hat er eigentlich in dem Prinzip recht. Also es ist nicht alles schlecht, was Donald Trump jetzt so einführen möchte. Ob er das natürlich auch halten kann, ist natürlich die andere Geschichte, weil die Realität sieht immer ganz anders aus. Bildet euch eure eigene Meinung. Mich wird das ultra interessieren, was ihr davon haltet. Ist Donald Trump eine Gefährdung? Wäre Hillary besser gewesen? Da unten rein. Würde mich echt interessieren. Tja, meine Freunde, das war's auch schon wieder. Der traumhafteste Sonntag in der Woche ist rum. Ja, ich habe jetzt in meinem Banner reingeschrieben, dass ich jetzt jeden Sonntag einen Avenger Talk rausbringe. Ja, ich habe die Woche schon mal einen rausgebracht. Das war bei mir persönlich sehr, sehr wichtiges Thema. Und ich werde jetzt auf jeden Fall versuchen, auch jeden Sonntag ein Thema reinzubringen. Und ich werde es natürlich auch versuchen, jeden Tag ein Let's Play hochzuladen. Es wird zwar ein bisschen schwierig, weil jetzt muss ich ziemlich viel arbeiten, aufgrund, dass mein Kollege ja krank ist. Was aber nicht schlimm ist, weil, wie schon gesagt, seine Gesundheit ist mir jetzt erstmal am wichtigsten. Und ja. Das mit dem Abspann habe ich jetzt auch mal ausprobiert. Ich bin aber der Meinung, bei so einem Video wie Avenger Talk, da muss ich das wieder traditionell machen, weil es wird öfters mal vergessen, beziehungsweise der Abspann wird dann einfach weggeklickt. Und deswegen denke ich mir, sage ich wie immer, wenn ihr mich cool fandet, dann wieder diesen Button. Wenn ihr mich richtig krass fandet, wieder diesen. Ich bin euer Avenger und ja, schaut auf jeden Fall mal bei meinen letzten Videos vorbei. Nochmal hier zu sehen. Natürlich auch beim Tauli, ich mag Milch und die ganzen anderen. Und schreibt mir auf jeden Fall auch mal in die Comments, was ihr davon halten würdet, wenn ich jetzt so jede Woche oder jeden Monat mal so einen Kanal der Woche vorstellen würde. Na, wie wär's? Schreibt mir es einfach mal in die Comments, weil mir fällt da schon einiges ein, was ich machen könnte. Auf jeden Fall, ihr wisst Bescheid, ich weiß Bescheid. Wir sehen uns die Woche irgendwann bei einem Let's Play oder am Sonntag zum Avenger Talk, wie ihr Bock habt. Bis dahin sage ich, bleibt anständig, baut keinen Scheiß, macht nichts gut, macht's besser und wir sehen uns beim nächsten Mal. In diesem Sinne, Servus, alter Schwede.